Ist mein Wertpapierdepot bei der Direktbank gut aufgestellt? Mit dieser Frage kam gestern ein Anleger auf mich zu und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen anhand eines kurzen Praxisbeispiels zu verdeutlichen, mit welchen Fragen man sich auseinandersetzen kann und welche Analysen hier anzustellen sind. Wir schauen zunächst auf die aktuelle Depotstruktur. Wir sehen hier drei Werte, die bei der Direktbank geführt werden. Es handelt sich jeweils um Investmentfonds, die nicht aktiv verwaltet werden, sondern passiv investieren. Konkret haben wir hier drei Aktienfonds. Wenn wir uns nun die Frage stellen, welche Themen wären zu behandeln, dann sehen wir eine Fülle an Fragestellungen, die wir behandeln können. Sie sehen es schon hier, wie ist die Verteilung auf die verschiedenen Vermögensklassen, also Aktien, Anleihen, Edelmetalle. Wie ist aber auch die Streuung innerhalb dieser Vermögensklassen? Also sind beispielsweise nur US-Aktien enthalten oder nur Aktien aus Deutschland? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Verteilung der Aktien- und Rentenkennzahlen? Wie sind die Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Vermögensklassen statistisch zu beurteilen? Und ein ganz wichtiger Punkt, wie wird das erwartete Risiko auf Portfolioebene ermittelt und mit der finanziellen Risikobereitschaft des individuellen Anlegers verknüpft? Das sind beispielhafte Fragen, die es zu beantworten gilt und Selbstentscheider sollten die für sich selbst beantworten können. Anleger, die sich beraten lassen, sollten diese natürlich mit ihrem Berater zusammen erörtern, respektive diese Punkte durch den Berater darstellen lassen. Und auch für Direktbankkunden gibt es ja heute die Möglichkeit, solche Fragen mit einem Berater entsprechend zu erörtern. Die Digitalisierung macht hier vieles möglich. Wir steigen aber direkt auch ins Fachliche ein und schauen uns zunächst die regionale Verteilung dieser drei Aktienindexfonds an. Sie sehen schon hier knapp 11,4% in Europa, 74% in Amerika, davon 71% in den USA, 15% in Asien. Also wir stellen schon fest, die regionale Verteilung ist sehr, sehr einseitig ausgerichtet. Mit fast 70% der Wertpapiere hier aus Nordamerika haben wir natürlich schon eine sehr hohe regionale Konzentration. Und das ist natürlich in Phasen, wo die US-Börsen besser laufen als der Rest der Welt, sehr positiv, macht aber natürlich anfällig, weil es hier nur sehr wenige Treiber gibt, die natürlich hier entsprechend die Marktbewegung beeinflussen. Neben der regionalen Allokation gilt es natürlich auch, das statistische Verhalten der Wertpapiere zueinander anzuschauen. Also verhalten diese Wertpapiere sich ähnlich, also fallen sie zusammen und steigen sie zusammen? Oder haben wir hier die Möglichkeit, dass sich die Papiere von der Entwicklung abkoppeln? Auch das sehen Sie hier dargestellt. Und Sie sehen das hier sehr klar. Wir haben natürlich einen Aktienfonds Nordamerika, wir haben einen Aktienfonds mit globalen Aktien, die wiederum zu 60% in US-nordamerikanische Aktien investieren. Und dementsprechend sehen wir hier überall rot. Wir sehen relativ hohe Korrelationswerte. Das heißt, der Diversifikationsgrad des Portfolios ist sehr, sehr gering. Das heißt, der Grad der Risikostreuung ist auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Was haben wir noch? Das Thema Verhalten in Krisenphasen. Hier kann man statistische Kennzahlen bemühen. Profis schauen hier gerne auf den sogenannten Value at Risk, der vereinfacht gesprochen sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein gewisser Verlust in einer Periode nicht überschritten? Und das habe ich Ihnen hier dargestellt. Sie sehen, mit einer 90% Wahrscheinlichkeit wird der Verlust nicht über 37% liegen. Mit 95% wird er nicht weiter gehen als die 41% und mit 99% eben nicht hier über 47, 48%. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was passiert, wenn der Verlust größer ist. Auch hier nutzen die Profis den Conditional Value at Risk, der die dunklen Ecken hier noch ein bisschen weiter ausleuchtet. Aber Sie sehen schon hier, der Abgleich der Depotwerte mit der finanziellen Risikobereitschaft, die der Kunde hier auf Basis eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens selbst ermittelt hat, die zeigen, nun gut, der Anleger wäre bereit, einen maximalen Verlust von 20% hinzunehmen. Das habe ich Ihnen hier entsprechend als schwarze Linie hineinmarkiert. Sie sehen gleichzeitig die Verluste auf Basis der statistischen Erwartungen. Und wir können hier schon deutlich erkennen, dass wir eine große Differenz haben zwischen dem, was der Anleger an maximalen Verlust realisieren möchte und dem, was die aktuelle Depotstruktur aktuell hergibt. Ein weiterer Aspekt neben dem Risiko, das sind natürlich die Renditeerwartungen. Die kann man schätzen für den Aktienmarkt. Hier greifen die Profis auf das sogenannte zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis zurück. Je niedriger der Wert, desto höher sind die Ertragserwartungen auf die lange Sicht, also sprich Anlagezeiträume von 8 Jahren aufwärts. Und was Sie hier mal sehen für den US-amerikanischen Markt, weil unser Anleger hier auch zu 70% investiert ist, hier haben wir momentan ein zyklusgeglättetes Kurs-Gewinn-Verhältnis, was sehr stark überdurchschnittlich hoch ist. Dementsprechend die Bewertungen
erlassen erwarten, dass die Erträge in der Zukunft geringer sind. Also auch das ein Aspekt, den man nutzen sollte. Nach der Analyse der Depotstruktur hier die Ertragserwartung, nachdem man sie vernünftig geschätzt und plausibel begründet hat, hier entsprechend nochmal abzugleichen mit den persönlichen Renditezielen, die sich beispielsweise aus der Finanzplanung oder auch der Ruhestandsplanung ergeben. Sie haben gesehen, meine Damen und Herren, wenn wir nur kurz einsteigen, kommt bereits eine Vielzahl von Fragen, die man beantworten kann. Es gibt deutliche Punkte, die direkt zu korrigieren sind, weil sie offensichtlich auf der Hand liegen. Und ich kann Sie nur ermutigen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und zwar in Phasen, in denen die Kapitalmärkte sich in ruhigem Fahrwasser befinden und nicht erst in der nächsten Krise, wenn die Schlagzeilen schlecht sind und der emotionale Druck steigt, weil das wird tendenziell zu finanziellen Fehlentscheidungen führen. Ich darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.